Zugeschaltet ist Professor Klaus Stöhr, ist Virologe und Epidemiologe und ehemaliger Pandemiebeauftragter und Forschungskoordinator der WHO. Willkommen und guten Morgen bei Welt, Herr Stöhr. Sollte eine Impfpflicht an oder mit einer Altersgrenze verbunden werden? Das ist ja jetzt der Vorschlag, der Antrag der Union, der eingebracht werden soll. Ja, guten Morgen, Herr Klug. Also ich finde, es ist gut, dass jetzt die Diskussion ein bisschen an Tiefe gewinnt. Letztendlich ist die Impfpflicht ja eine der verschiedenen Optionen, um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung, in den Risikogruppen zu erhöhen. Es gibt auch andere Alternativen, die man aus meinem Blickwinkel bis jetzt noch nicht ausreichend evaluiert hat. Das ist auch der Mangel, glaube ich, bei der gesamten Pandemiebekämpfung. Man fokussiert sich relativ früh auf eine Intervention und dann geht die ganze Diskussion nur darum. Was ich gut finde auch, ist, dass man jetzt über die Varianten so einer Impfpflicht nachdenkt. Das war ja von Anfang an klar, dass man sich eigentlich auf die Altersgruppen, wo die größte Krankheitslast ist, konzentrieren sollte. Nicht nur bei der Impfpflicht, auch bei anderen Interventionen. Und dass man jetzt darüber nachdenkt, die über 50- oder 60-Jährigen zu impfen oder das zeitlich abhängig zu machen, das ist gut. In Italien hat man begonnen, die über 50-Jährigen in die Impfpflicht zu nehmen, in der Tschechei die über 60-Jährigen. In der Tschechei hat man auch eine zeitlich begrenzte Impfpflicht eingeführt. All das macht Sinn, denn letztendlich ist es ja noch völlig offen. Ich würde denken, es wird langsam klar, aber es ist völlig offen, ob man die Impfung im Herbst tatsächlich noch benötigt. Es ist sehr gut und sehr wahrscheinlich aus meinem Blickwinkel, dass im Herbst nur noch eine Impfempfehlung für die über 50- oder 60-Jährigen und andere Vulnerable notwendig sein wird, weil dann die meisten schon mehrmals geimpft wurden. Ja, aber Herr Stöhr, nach wie vor reden wir immer wieder davon, dass zu wenig in Deutschland noch geimpft sind, um nicht möglicherweise in eine weitere Welle hineinzurollen. Was sollte sich denn jetzt über die kommenden Monate dahingehend positiv verändert haben, dass wir eben nicht im August, September, Oktober dieses Jahres schon wieder vor der Frage stehen, ja, wie reagieren wir denn jetzt auf die sechste Welle? Ja, die sechste Welle wird diejenige sein, die jeden Winter in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf uns zukommt. Genau wie bei der Influenza und anderen Atemwegserkrankungen wird es im Winter immer etwas heftiger werden. Und da gibt es eine Impfung für die Influenza, da wird höchstwahrscheinlich die Corona-Impfung dazukommen. Im nächsten Sommer wird es außerordentlich ruhig werden. Warum? Weil im Sommer an sich der Infektionsdruck nachlässt und weil sehr, sehr viele Menschen sich in den nächsten Monaten infizieren werden, zusätzlich zur Impfung. Wir wissen ja bereits, dass die Impfung allein nicht ausreicht, um einen vollständigen Immunschutz aufzubauen. Es werden sich alle auch noch zusätzlich infizieren, das ist fraglos. Und diese Infektion wird dazu beitragen, den Impfschutz zu verbreitern. Darüber haben wir schon vor einem halben, dreiviertel Jahr ausführlich auch berichtet. Es gibt ja genügend Daten dazu. Also mein Optimismus ist der, dass in den nächsten Wochen nicht noch mehr Menschen impfen lassen, boostern lassen. Realität ist auch, dass sich mehr Menschen infizieren werden. Das wird jetzt mit Omikron sehr schnell durch die Population laufen. Und diese beiden Dinge zusammen werden dafür Sorge tragen, dass im Winter nächsten Jahres sich nur noch die über 50-Jährigen und die Vulnerablen impfen lassen müssen oder sollten. Und der Rest der Bevölkerung wird dann soweit. Herr Stöhr, schauen wir noch mal auf das Omikron-Virus. Was wir wissen bislang ist, der Krankheitsverlauf übersichtlich. Kann man also Omikron eigentlich mit einer typischen winterlichen Erklärungswelle vergleichen? Ja, es ist ähnlich. Es geht in die Richtung, das Virus vermehrt sich nicht mehr in unseren Lungenabschnitten. Es vermehrt sich im Rachenraum, die Inkubationszeit wird kürzer, die Krankheitsverläufe werden milder. Schauen Sie, das entscheidende, ändernde Kriterium, was uns von der Pandemie zur Endemie bringt, ist nicht das Virus. Da wird es neue Varianten geben, das Virus wird sich etwas anpassen, es wird vielleicht ein bisschen stärker übertragen werden und es wird vielleicht mildere Erkrankungen hervorrufen. Das Entscheidende, was sich verändert und was uns zur Endemie bringt, ist der Mensch, weil die Menschen Antikörper besitzen, weil sie einen Immunschutz besitzen. Das ist der Schritt in die Endemie. So war es in den letzten 1000 Jahren schon gewesen. Eine Pandemie hört dann auf, wenn alle sich infiziert haben. In der Vergangenheit gab es keinen Impfstoff, jetzt hat man den. Das ist die Abkürzung. Aber die Infektion wird auch dazugehören, wenn alle Antikörper haben durch die Infektion oder durch die Immunisierung, wird die Pandemie zu Ende sein.
Herr Professor, insofern, wenn man mal auf Großbritannien blickt, die haben jetzt eine hohe Inzidenz, aber eigentlich keine Verschärfung der Maßnahmen. Also unser Gesundheitsminister ist mindestens schockiert darüber, der würde ganz anders handeln. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ist das dann der richtige Weg? Es ist ja nicht nur England, die ihre Maßnahmen der Situation anpassen. Es ist auch Dänemark, es ist Frankreich, Schweden, viele andere Länder, die agieren halt viel ausgewogener aus meinem Blickwinkel. Die schauen dich nicht, fokussieren dich nicht wie das Kaninchen in weiter Schlange auf die Inzidenzen. Die schauen auf die Hospitalisierungsraten. Und die sind im Vergleich zu den Inzidenzen sehr niedrig. Natürlich steigen die etwas an. In einigen Ländern geht die Belegung auf den Intensivstationen zurück oder läuft horizontal. In Frankreich, in Portugal, auch in der Schweiz, übrigens auch in Deutschland. In einigen Ländern ist die Inzidenz aber auch gleich 6, 7, 8 Mal höher. In Australien zum Beispiel. In Frankreich hat jetzt gerade Dänemark überholt, die höchste Inzidenz in Europa. Also diese Schere klafft auseinander und in anderen Ländern realisiert man das, dass eigentlich die positiven Befunde von asymptomatischen oder milden Erkrankungen nicht relevant sind für die Krankheitslast, sondern das, was in den Hospitälern und auf den Intensivstationen abläuft. Und da ist zum Glück keine Korrelation zu sehen zwischen der Zunahme der positiven Befunde und der Zunahme der Belegung auf der Intensivstation. Auch die Todesfälle bewegen sich horizontal oder nehmen ab in den meisten europäischen Ländern. In einigen nehmen sie auch zu, zum Beispiel in England, auch in Frankreich, in Spanien. Also das bewegt sich alles auf einer Ebene, die uns Richtung Ende der Pandemie weist. Aber es ist ja noch Winter. Ohne Zweifel sind Kontaktbeschränkungen notwendig. Die Impfung ist unheimlich wichtig. Verstehe ich Sie da richtig, dass sich Deutschland durchaus mal hier und da ein bisschen lockerer geben könnte und nicht ganz so hysterisch, na hysterisch nicht, aber zumindest emotional diskutieren? Ja, ich finde, man sollte sich die Zahlen und Fakten anschauen. Ich sehe Bemerkungen auch von Regierungsteilnehmern, Regierungsmitgliedern, die schon am Anfang der Omikronwelle gesagt haben, die Kinder sind stärker betroffen, dass es jetzt über 100.000 neue Todesfälle geben wird. Da muss man wirklich auch empathisch mit den Menschen sein. Wir haben ja alle Angst jetzt schon genug durch die letzten 2 Jahre bekommen. Und jetzt geht es wirklich darum, die Realität ins Auge zu fassen. Und Deutschland lebt irgendwie auf einem gewissen Paralleluniversum, wenn man sich die Maßnahmen anschaut. Die haben die strengsten Maßnahmen in Deutschland weltweit. Nach dem Oxford Stringency Index gibt es ein Institut in England, die das misst. Das nächste Land ist Griechenland und dann kommt China. Alle anderen haben schwächere Maßnahmen nach dieser Bewertung. Also hier in Deutschland werden jetzt einjährige Kinder in Baden-Württemberg getestet, bevor sie in die Kita dürfen. Ja, in Dänemark haben die Kinder in den Schulen keine Masken auf. Da werden die Klassen kohortiert, werden einmal pro Woche getestet. Da gibt es eine ganz andere Realität, wie man mit dieser Situation umgeht. Und ich glaube, da kann man auch ein bisschen von lernen in Deutschland. Sagt Professor Klaus Stöhr, Virologe und Epidemiologe. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Stöhr. Dankeschön.